einen wunderschönen herzlich willkommen. Oh, hallo Dogmeat. Herzlich willkommen zu Fallout 4. Ja, letzte Folge lief nicht ganz so gut, zumindest was ja, das Leveling betraf, beziehungsweise das Vorankommen. Muss auch mal sein. Tut mir echt leid bei solchen Sachen. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind jetzt gleich in der Nähe, was heißt in der Nähe? Bei der Irrenanstalt. Genau. Und ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Kommen wir da rein? Nein. Wir müssen jetzt hier irgendwo einen Eingang finden. Der vermutlich hier vorne ist. Sieht alles ein bisschen seltsam aus, diese Figuren, die hier rumhängen. Hier diese, keine Ahnung, was soll das sein? Genau, ein Söldner. Wer schießt? Da ist noch einer. Ja, schnell heilen. Wo haben wir's? Wo haben wir's? Warum auch immer ich jetzt hier... Was? Wo kommt ihr denn her? Wo? Oh. Ey, 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 ey. Halt, 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 halt. Wo kommt ihr denn alle her? Ja, genau. Und jetzt aber. Arschkrampen. Kampfgewehr. Kampfrüstung. Ich habe so eine Idee. Wo ist er? Da oben. Ja. Wir haben nämlich stellenweise schon Kampfrüstung. Als Harnisch, das ist in Ordnung. Das heißt, die können wir ablegen. Der Helm sieht gut aus. Da haben wir eine Metallrüstung derzeitig. Den heben wir uns mal auf. Der ist mit seinem Gewicht jetzt nicht so schwer. Kann mir einer sagen, was jetzt hier los war? Und warum?
Kampfrüstung abgedunkelt. Was war das jetzt gewesen hier? Kampfrüstung abgedunkelt? Für das linke Bein. 6 und 11. Das ist vernietete. Besser. Dann kommt es weg. So. Kurz Kampfgewehr. Ich nehme mal kurz das Kampfgewehr. Ich will mir das mal angucken. Kurz Kampfgewehr. 159 Schuss von... Ah, nee. Lieb gemeint. So, dann gucken wir mal. Kann mal einer sagen, was das jetzt hier gewesen war? Warum bin ich hier überfallen worden? Hier nach irgendwo da hinten. So weit hinten. Hier hinten war noch irgendwo. Nee, okay. Was auch immer das war. Ich muss mich heilen. Das ist. Wir haben ja ein bisschen was bekommen. So, achso, wir dürfen aufleveln. Wir haben Level 21. Vitalität um 20 Sekunden. Heilung. Schwachpunkte erkennen. Das sind dann Waffenmods. Ich hätte ja gerne Rüstungsmods. Kampfhund könnten wir entwickeln. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Mysteriöser Fremder. Tierfreund. Mhm. Aktionspunkte regenerieren sich 25% schneller. Das klingt auch nicht schlecht. Zugang zu Standard und Rang 1. Was haben wir hier oben noch für Basissachen? Langfinger machen wir nicht. Waffenlos. Arzt wäre nicht schlecht. Ladykiller ist blödsinnig. Bleimagen. Ich würde fast sagen... Bonusschaden. Schmied. Meisterterminals. Kleiner Moment, gleich sind wir soweit. Ich mach das hier mal. So. Haben die sich hier überall bloß verstanden? Das geht ab. Und das war jetzt, dann gehört es dazu. Die bewachen hier das Grundstück. So. Scheiß auf das Rad jetzt. Wo ist aber der hier. Wir gehen in Duckstellung. Aha. Schlüssel erforderlich. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Aha. Na super. Dann suchen wir mal einen Eingang. Hm.
lecker. Hier hinten ist irgendwie... Hier gibt es einen Hintereingang. Okay. Dann schauen wir uns mal die Stelle hier an. Hier hinten gibt es eine Tür, oder? Nee, doch. Nee. Das ist verbarrikadiert. Verbarrikadiert. Was haben wir da drüben? Oh, schöne Waffe. Eine Golduhr. Nichts drin. Wie sind die denn hier alle rausgekommen, wenn es hier keine Türen gibt? Was haben wir hier? Infusion, Babyflaschen, Rasseln. Ja. Huch. Hier könnte man vielleicht klettern. Klettern wäre jetzt so blöd. Jetzt mal im Ernst. Wie komme ich denn hier in den Komplex rein? Türen haben wir keine. Schlüssel haben wir auch keinen. Naja, ich weiß, aber... vielleicht da hier vorne? Weil ich jetzt so elegant von der Seite hier reingeschwungen bin, dass ein Schlüssel hier vorne existiert? Radio? Schlüssel hat man auch nirgendwo gefunden oder gesehen bisher, ne? So, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Ja. Genau. Oder hat den hier irgendeiner der Leichen bei sich? Nix. 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 War ja nicht auch noch einer hier? Nix. Das ist ja so wie die letzte Folge. Das ist ja prickelnd. Letzte Folge haben wir den Hund gesucht ohne Ende. Ich weiß es nicht. Wie komme ich hier rein? Das Schloss lässt sich nicht knacken. Oder war es das schon? Warte mal.
Ich weiß gar nicht, worum es geht hier. Das ist sonst wo. Oder war es das schon? Ich hab echt keinen blassen. Hier im Auto vielleicht. Er sollte da auch Schlüssel liegen lassen. Vor allem, ich habe ja hier ein Ziel. Ist ja nicht so. So, Hund, wo bist du? Da. Naja. Warte da. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Aufgepasst. Wie geht's dir, Kumpel? Ah, los. Hey, Junge, kannst du was für mich finden? Ja, die Schlüssel. Gegenstände. Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Okay, nichts. Auch eine Etage höher komme ich nicht weiter. Habe ich das nicht vorhin alles eingesammelt hier? Nix. Nix. Das ist doch nicht so, ihr wollt, oder? Das ist doch kaputt. Aufgepasst. Komm schon. Wie geht's dir, Kumpel? Hey, Junge, kannst du was für mich finden? Guck mal, ob du hier was findest, Junge. Tja. Werden wir uns um eine andere Aufgabe bemühen, liebe Leute? Denn das, was wir machen wollen, geht nicht. Außer Scheibenkleister, echt. So. Dann machen wir weiter. Sieh dir die Fallakten an. Ach so, vielleicht ist das das, was jetzt... wo müssen wir da hin? Da müssen wir jetzt nach Diamond City. Vielleicht gehört das jetzt zusammen. Und ich bin hier voll plemplem. Beware the Manhandler. Manchmal ist es echt frustrierend. Was? So, jetzt müssen wir hier irgendwo. Da lang. Auch zu Valentine.
Okay. Es gibt immer eine Spur. Noch ein Verschwinden zu klären. Earl Sterling, 25 Jahre alter Barkeeper in Dugget Inn. Vadim Bobrov, einer der Inhaber, merkte, dass Earl mehrere Tage nicht zur Arbeit erschienen war. Die Sicherheit wurde gerufen. Es gab keine Untersuchung, natürlich nicht. Das Institut hat ihn entführt, so erzählt man sich in der Stadt. Wie immer. Vadim kam in mein Büro angetrunken und mit einer rührseligen Geschichte darüber, dass er und Earl sich schon seit langer Zeit kennen und dass er nicht glauben kann, dass der Earl vom schwarzen Mann entführt wurde. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass er recht hat. Earl hatte keine Feinde, zumindest keine mit einem Motiv, ihn umzubringen. Außerdem hat er allein gelebt, daher muss ich herausfinden, ob Vadim oder irgendjemand sonst im Dugget seine Schlüssel hat. Ich würde die Sicherheit lieber nicht erklären müssen, warum ich das Schloss an Earls Tür knacke, falls ich einen Fehler begehe und auf frischer Tat ertappt werde. Der Earl-Sterling-Fall. Earl ist eines Tages aufgestanden und einfach verschwunden. Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen. Aha. So, jetzt bin ich mal gespannt. Spur ist verschwunden. Optional. Zeigt er mir optional an? So, wo würden wir denn optional? Ist beides hier. Na, dann gucken wir mal. Dann fangen wir zumindest hier noch 2-3 Minütchen an. Und werde den Teil auch hier noch beschleunigen. Tut mir leid. Ich ärgere mich darüber auch, dass es so elendig gedauert hat. Hey, da stand was in der Zeitung, oder? Du bist 200 Jahre alt. Dafür siehst du aber noch ziemlich gut aus. Danke, danke. So, hier hinter ist irgendwo was. So, bevor wir was knacken müssen. Wenn du mich weiter so anglotzt, könnte ich auf die Idee kommen, dass du ein Synth bist. So, dann werden wir mit Bobrov hier sprechen und nach den Schlüssel suchen. Ich glaube, die hatten wir auch schon irgendwo mal gesehen. Oh, jetzt geht's los. Sei ja. Still, Yefim. Okay, du. Sag mir, Diamond City Radio ist schrecklich, oder? So schlimm, dass man sich am liebsten die Ohren abschneiden würde, ja? Also, was gibt es? Hast du nicht zugehört? Dieser DJ Travis ist schrecklich. Da möchte ich am liebsten durch die Zeit reisen und verhindern, dass das Radio erfunden wird. Vadim! Es ist wahr. Hör nicht auf meinen Bruder. Jemand muss ihn aus dem Weg räumen. Na, na, na. Wir brauchen einen neuen DJ für das Radio. Ich glaube, es würde nicht vielen Leuten auffallen, wenn er, du weißt schon, verschwinden würde. Ist das dein Ernst? Waren wir uns nicht eben einig, dass das ein ernstes Problem ist? Das erfordert eine ernste Lösung. Erst lockst du ihn aus der Stadt. Okay, das reicht. Vadim meint das nicht ernst. Er will Travis nicht wirklich tot sehen. Klar, wir haben alle nur ein bisschen rumgealbert. Okay, gut. Ich möchte nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ja. Es stimmt. Nur Spaß. Travis ist ein guter Freund. Yefim und ich machen uns Sorgen um ihn. Okay. Armer Travis. Er bemüht sich, aber ihm fehlt das Selbstvertrauen, das man für diesen Job braucht. Ja, und eigentlich auch alles andere. Genau. Und deshalb ist er immer so komisch. Er glaubt nicht an sich, weißt du? Er erwartet, dass er bei allem versagen wird. Und so ist es dann auch. Lässt sich ändern. Naja, sowas lässt sich ja ändern. Genau, das habe ich auch Yefim gesagt. Geh schon, du Spielverderber. Mach dich wieder an die Arbeit. Wir finden einen Weg, Travis zu helfen. Du, komm. Komm mit ins Hinterzimmer. Hinterzimmer ist gefährlich. Ich wollte aber eigentlich was anderes. Hey, du bist dieser Wortbewohner. Der aus der Zeitung. Vadim. Warte mal, erstmal. Ja, du.
Bei uns gibt's rund um die Uhr den berühmten Bobrov-Schnaps. Earl Stirling hat hier gearbeitet, oder? Armer Earl. Einfach verschwunden. So ein guter Barkeeper. Ein guter Freund. Oh, aber er konnte nicht mit Frauen. Okay. Ein Elefant im Porzellanladen. Gehörst du zu Detektei Valentine? Ich habe vergessen, Earls Schlüssel abzugeben, als ich euch beauftragt habe. Hier, ich hoffe, du findest raus, was passiert ist. Die Sicherheitsleute liegen mir deswegen schon in den Ohren. So, und jetzt lass mich dir mal was einschenken. Komm schon. Ich schau noch mal. Deine Entscheidung. So, jetzt gehen wir noch schnell ins Hinterzimmer. Oh, schön, dich wiederzusehen. Hallo. Ist das das Hinterzimmer? Romantisch. So, ich bin da. Was willst du, Vadim? Ich bin froh, dass du mir helfen willst. Im Gegensatz zu meinem nichtsnutzigen Bruder. Travis ist ein guter Kerl. Er hat ein besseres Leben verdient. Also, was hast du vor? Ich brauche ein paar mehr Details. Warst du schon mal bei einer Kneipenschlägerei dabei? Ja. Noch keinem begegnet, den ich nicht hätte umhauen können. Ausgezeichnet! Denn du wirst Travis helfen, seinen ersten Kampf zu gewinnen. Ich will hier im Dugout einen Kampf inszenieren. Nichts Großes. Wir wollen nur, dass Travis seinen ersten Kampf gewinnt und sich danach besser fühlt. Okay. Ich will, dass du dabei bist, damit es echt aussieht. Was meinst du? Klingt das gut? Wie soll sowas denn überhaupt funktionieren? Es wird funktionieren. Versprochen. Ich habe Kontakte. Leute, auf die ich mich verlassen kann. Sehen sehr gefährlich aus, aber für Geld gehen sie auch zu Boden. Sie fangen hier im Dugout Streit mit Travis an. Du mischst dich ein und sorgst dafür, dass er keinen Rückzieher macht. Dann machen du und Travis sie fertig. Wird nichts Ernstes. Und Travis wird sich danach besser fühlen. Okay. Ganz einfach, oder? Okay, mach mal. Okay, ich bin dabei. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ich habe alles für 6 Uhr vorbereitet. Dann sollte Travis hier sein. Wenn du noch kommst, wird alles bestens laufen. Versprochen. Okay. Ich hoffe, das war eine gute Idee, das hier in Reihe zu packen. Wir sehen uns denn nämlich in der nächsten Folge, entweder mit der oder mit der Schlüsselmission. Eins von beiden, was eher hier eintritt. Seid mir nicht böse, dass es so ein bisschen konfus die letzten 2 Folgen ging. Aber das kann man vorher leider nicht sehen oder beeinflussen. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Euer Firefox.